Peace, Leute, und willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt im Hintergrund unterlege, weil ich gar kein Video habe eigentlich. Warum ich kein Video habe, liegt daran, dass ich mal wieder... Mein Internet hat einfach seine Tage. Ich kann das nicht anders erklären. Manchmal funktioniert es einfach und manchmal nicht. Es sind jetzt schon 3 Uhr und seit heute Morgen versuche ich die ganze Zeit irgendwo auf den Server zu kommen, aber nein. Stattdessen kann ich die ganzen Blöcke abbauen. Leider kriege ich sie nicht zurück, weil sonst könnte ich mir da in der Gommalobby irgendwie so ein Haus bauen. Das wäre irgendwie eigentlich ziemlich cool, dann würde sich es sogar lohnen aufzunehmen. Haus bauen in der Gommalobby. Gommalobby. Auf jeden Fall, dieses Video ist eher ein Intro-Contest. Warum? Ich möchte das einfach mal so klarstellen. Ich mag mein aktuelles Intro richtig, richtig geil. Richtig gern und ich finde es richtig, richtig geil. Und ich werde es weiterhin behalten. Nur manchmal merkt ihr, ich benutze irgendwie manchmal ein anderes Intro. Einfach so, wenn ich gerade Lust habe, benutze ich ein anderes Intro. Und ich möchte das so machen, immer wenn ich ein Real-Life-Video mache, das ich hoffentlich jetzt ein bisschen öfter machen werde als normalerweise. Immer wenn ich so, weil irgendwie, ich finde, diese Real-Life-Videos kommen eigentlich ganz gut bei euch an und mir persönlich macht es auch Spaß, sie aufzunehmen und sie dann zu schneiden und dann das Endergebnis ist richtig geil. Aber für diese Real-Life-Videos hätte ich ein Intro, ein anderes Intro, das nicht dieses eine Intro ist. Und da würde ich jetzt gerne so eine Art Intro-Contest machen, also verbreitet es überall, damit möglichst viele Leute mitmachen. Von mir aus könnt ihr es auf Google Plus oder keine Ahnung, auf Facebook teilen, auf Twitter, keine Ahnung, kommentiert, sagt es euren Freunden, lasst irgendwie möglichst viele Leute bei diesem Intro-Contest mitmachen. Nämlich in diesem Intro-Contest wird das Intro dabei sein, was ich benutzen werde für Real-Life-Videos, wie zum Beispiel hier Hashtag FragMiki, was ihr immer noch machen könnt, wird jetzt demnächst auch wieder rauskommen, die dritte Folge. Die erste Folge, also ist ja ein umgewandeltes Format eigentlich, also indirekt ist es die zweite Folge, die rauskommen wird, unwichtig. Im Intro sollte stehen einfach nur nicht Gaming Maisy, sondern also einfach nur Miki. Weil in-game bin ich Gaming Maisy, da bin ich diese eine Person und außerhalb bin ich genau das gleiche, aber außerhalb in Real-Life-Videos ist es viel persönlicher und da sollte mich mit Miki ansprechen, nicht so Gaming Maisy mäßig, deswegen ist einfach... Das Intro soll einfach Miki beinhalten. M-I-K-Y. Ganz easy, blende ich jetzt wahrscheinlich irgendwie auch ein. Und es soll kein 085 Dubstep-Intro sein. Es soll irgendwie entweder so kaum so richtig nice, so slow mit so einem coolen so. Also irgendwie sowas oder eher ein witziges Intro. Also das wäre richtig geil, wenn ihr sowas hinbekommen würdet. Entweder so ein ruhiges Intro mit einer ruhigen Musik, die irgendwie voll entspannt ist und alles mögliche. Von mir aus auch so ein Chill-Step, das ist auch geil. Oder eine Art witziges Intro. Wenn ihr das hinbekommt, dann wäre das richtig, richtig krass und da würde ich mich auch bedanken. Die Auflösung vom Intro-Contest wird wahrscheinlich dann am 10. sein ungefähr, weil gerade wenn ich das aufnehme, ist der 1. Und deswegen nochmal ein Happy Birthday an Tadl, der heute Geburtstag hat, und ein Happy Birthday an Simon, ungespielt, der gestern Geburtstag hatte. Könnt ihr, falls ihr das noch nicht wisst, dann könnt ihr bei denen ja auch in den Kommentaren Happy Birthday schreiben. Auf jeden Fall, am 10. ist dann die Auflösung von Intro-Contest. Dann sehen wir den Gewinner und Peace out. Bis zum nächsten Mal.